Bei diesem praktischen Experiment erlebte dieser besondere Mensch täglich an sich die Eigenschaften der Natur, besonders ihre rauen Seiten. Der Name dieses Menschen ist Porfiri Iwanow. Er zeigte einen praktischen Weg für die Entdeckung der Reserven des menschlichen Organismus mit Hilfe von natürlichen Kräften, nämlich Luft, Wasser und Erde. Er wurde am 20. Februar 1898 in der Ukraine geboren. Ab dem 12. Lebensjahr begann er zu arbeiten. Mit 19 Jahren heiratete er und hatte 2 Söhne. Genauer gesagt, bis zum 25. Lebensjahr lebte er wie alle anderen auch. Seit seiner Kindheit sah er, wie hart es sich für die Menschen lebt. Ihr ganzes Leben lang arbeiten sie, essen, kleiden sich, leben in Häusern, wollen in Wohlstand leben, doch verlieren dabei ihre Kraft und Gesundheit, werden krank und sterben schließlich. Der Mensch hält sich für den Herrn der Natur, doch hat er nicht die Kraft, sich gegen ihre Gewalten zu behaupten. Iwanow hat verstanden, dass das Leben so nicht weitergehen kann. Er wollte den armen, leidenden Menschen helfen und er spürte, dass die Hilfe in etwas Neuem gesucht werden muss. Er ist zur folgenden Erkenntnis gekommen: Wenn die Natur Kräfte besitzt, die den Menschen vernichten können, dann verfügt sie auch über die Kräfte, die ihn erhalten können. Er bemerkte, dass der Mensch krank wird und stirbt, weil er nur in Wärme und Behaglichkeit lebt und sich von den schlechten Eigenschaften der Natur abgrenzt. Der Mensch ist ein Teil der Natur und deshalb muss er alles gleichermaßen akzeptieren: Wärme und Kälte, Sättigungsgefühl und Hunger, das Gute und das Böse. Und Iwanow beschloss, all dies selbst zu testen. Die Natur öffnete mir die Augen und ich teilte mit den Menschen. Ich ließ ihnen das Ihre und mir nahm ich das Lebendige, das Energetische. Ich begann mein neues Leben in der Natur. Sie fing an, mir zu helfen und mich für meine Liebe zu ihr zu belohnen. Die Natur gab ihm die Kräfte, ihre lebendigen Eigenschaften, damit er den Menschen hilft. Er hat selbst erkrankte Menschen aufgesucht, um ihnen zu helfen, sich von ihrem Leiden zu befreien. Manchmal lief er am Tag bis zu 60 Kilometer. Er brachte den Menschen ihre verlorene Gesundheit wieder zurück und gab dabei Ratschläge in Tietka, was zu machen wäre und wie gesundes Leben geführt werden könne. Iwanow hat zuerst seine Schuhe und ein bisschen später seine Kleidung für immer ausgezogen und nur in Kniehosen weitergelebt. Und diese spärliche Kleidung behielt er 50 Jahre lang, egal bei welchem Wetter und zu welcher Jahreszeit. Er konnte für eine Woche barfuß in der Steppe gehen und aß, trank dabei nichts. Er konnte bis zu 10, 20, 30, 60 und letztlich bis zu 108 Tagen ohne Essen und Trinken leben. Er hat an sich selbst, an seinem Körper praktisch bewiesen, dass all dies den menschlichen Kräften angemessen ist. In seinem ganzen Leben sagte er zu niemandem ein schlechtes Wort, war immer freundlich und geduldsam. Er gab Blinden das Augenlicht wieder, heilte Tuberkulose, Krebs, Meningitis, Epilepsie, Ekzeme und vieles mehr und brachte Gelähmte wieder auf die Beine. Sein Leben hat fantastische Möglichkeiten des Menschen gezeigt. In seiner Biografie sind viele Momente verankert, die vom Menschen als Wunder bezeichnet werden. Doch das größte Wunder ist die Lebensweise dieses Mannes. Er durchschaute jeden Menschen sofort und wusste gleich, wieso jemand zu ihm gekommen ist. Das Ziel bestand nicht allein, den Menschen körperlich zu heilen, sondern auch seine Lebensweise, seine Weltanschauung zu verändern, sein Verhältnis zur Natur und zu sich selbst.